Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem IFA-Spezial. Meine Kollegin Ina Buchholz und ich werden Sie heute wieder in die Welt der Innovationen entführen. Und wir haben uns auch mal um die Basics gekümmert, quasi um das Produkt, was ganz am Anfang der IFA stand, nämlich 1924, das Radio. Vor 90 Jahren, liebe Zuschauer, öffnete die IFA zum ersten Mal ihre Tore und da stand das Radio im Mittelpunkt. Wir sind jetzt bei Soundmaster, einer Firma, wo auch das Radio im Mittelpunkt steht. Und bei mir steht Steffen Eisner. Herr Eisner, was macht Radio heute noch attraktiv? Radio ist mehr denn je attraktiv, denn wenn man sich die Zahlen ansieht, die Teilnehmer im Rundfunk sind eher steigend, als dass sie zurückgehen. Wir widmen uns dem Thema schon seit eh und je. Die Firma gibt es jetzt seit über 40 Jahren und wir haben natürlich, tragen dem Rechnung in der Form, dass wir jedwede Art von Radios anbieten, natürlich auch die modernen Radios, die halt internettauglich sind, die DAB Plus tauglich sind, aber auch noch traditionell den UKW-Rundfunk empfangen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihr Portfolio. Ja, das ist mit drei Sätzen eigentlich schwierig zu erklären. Das ist sehr, sehr umfangreich. Ja? Wir können gerne mal vielleicht etwas rumgehen, dann zeige ich Ihnen mal schwerpunktmäßig zum Thema Radio. Also hier stehen wir direkt schon vor dem Highlight schlechthin, was wir hier zur IFA ausstellen. Das ist dieses IR3000, ein Internetradio, ein DAB Plus Radio und ein UKW Radio in einem Gehäuse. Darüber hinaus haben Sie verschiedene Möglichkeiten, Weckmodus einzustellen, hat einen sehr guten Klang. Das Radio verfügt über eine Endstufe Ausgangsleistung mit 2x5 Watt Ziehungsleistung und liegt alles im bezahlbaren Bereich. Also wir haben dieses Gerät jetzt schon bereits seit Mitte des Jahres im Programm, also im Handel platziert und man sieht ja die Ordertätigkeit des Handels, die Nachordertätigkeit, das lässt darauf schließen, dass auch beim Endverbraucher sehr gut, sehr eine positive Resonanz hat. Was heißt das, wenn Sie im mittleren Bereich sprechen? Also wir liegen hier bei einer unverbindlichen Verkaufspreisempfehlung von 129 Euro für dieses multifunktionale Gerät IR3000. Gut, nun kann ich natürlich auch mit meinem PC weltweit Radio hören. Was macht denn das Radio da besser? Das können Sie schon, selbstverständlich. Aber Sie haben natürlich hier den Vorteil, Sie müssen keinen PC in Betrieb nehmen, hochfahren. Sie können das Radio überall positionieren, im Schlafzimmer. Das Radio ist also auch WLAN-tauglich, im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, ganz egal. Es geht sogar so weit, dass wir mit einem alternativen Modell, das ist also wäre der IR4000, die Möglichkeit geschaffen haben, portabel Internet zu hören. Also dieses Gerät ist also mit einem Akku ausgestattet, eignet sich hervorragend für die Benutzung in der Garage oder im Garten oder wo auch immer. Wenn Sie halt einen entsprechenden WLAN-Repeater haben, kriegen Sie hier auch alle möglichen Radiosender nach Ihrer Lust und nach Ihrem eigenen Bedarf. Das heißt, die Probleme von gestern, wo es doch immer wieder diese Empfangsschwierigkeiten gab und es knatterte und knarzte, die gehören der Geschichte an? Die sollten eigentlich der Vergangenheit angehören, dank DAB Plus Radio, dank Internetradio. Klar, im UKW sowieso, im Mittelwellenbereich sowieso ist das nach wie vor, kann es nach wie vor Probleme geben, Empfangsprobleme. Aber wenn Sie einen vernünftigen Internetzugang haben, ist das alles Schnee von gestern. Gut, das heißt, das hier sind sozusagen die Geräte der Innovation von Ihnen. Nun haben Sie aber auch darüber gesprochen, dass Sie auch traditionelle Geräte anbieten. Ja. Vielleicht können wir die auch nochmal anschauen. Gerne, ganz traditionell. Da gehen wir mal ganz weit zurück, gedanklich. Man muss ja davon ausgehen, dass die Käuferschicht nicht nur eine Generation ist, 20, 30, 40, sondern durchaus noch Käuferschichten gibt, die 50, 60 und darüber hinaus sind und die eigentlich mit dieser neuen, modernen Supertechnik aber nicht so richtig was anfangen können. Und um diesen Bedarf zu befriedigen oder zu decken, haben wir eben nach wie vor ganz traditionelle Radios im Programm, die so funktionieren, wie es schon seit Jahrzehnten gang und gäbe ist. Ja? Das ist also eine UKW, eine Mittelwelle. Hier haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, dass man eine CD abspielen kann. Das Ganze in einem schönen rustikalen Echtholzgehäuse verpackt. Und sowas liegt dann draußen im Handel in der Preisregion so um die 90 Euro im Verkaufspreis. Das heißt, ich bediene die aber wirklich auch noch wie früher hier mit diesen Knöpfen oder ist das eher Zierde? Nee, das ist keine Zierde. Das ist genau, wie Sie sagen, Sie bedienen mit den Knöpfen. Ja?
Sie stellen Lautstärke, Sie wählen die Sender, so wie Sie das halt kennen, und hören dann halt entsprechend Ihre Radiosender. Und wem die CD auch noch zu viel ist, für den haben wir dann noch ganz was Einfaches, ein sogenanntes NR. NR steht für Nostalgieradio 45 mit UKW, Mittelwelle, und das war's. Und haben Sie auch im Angebot so designte Radios, also wo man schon eben ein bisschen mehr bezahlt, weil es auch teuer verarbeitet ist mit besonderem Material? Ja, da liegt bei uns im Schwerpunkt natürlich das Thema Nostalgie-Retro, was Design anbelangt. Also wir haben das Nostalgie-Design, da sind wir auch sehr erfolgreich mit. Das sind dann schon keine Radios mehr, sondern regelmäßige Musikcenter. Da haben sie einen Plattenspieler drin, da haben sie noch ein CD-Laufwerk drin. Da haben sie auch die Möglichkeit, Schallplatten zu digitalisieren, also auf dem USB-Stick. Also nostalgisches Design, vollgepackt mit moderner Technik. So könnte man das umschreiben. Das heißt, ja. Sie bekommen bei Ihnen auch noch Schallplattenspieler? Selbstverständlich, ja, jede Preislage. Da sind wir also gut vertreten, gut sortiert. Also gibt es noch etwas, was Sie uns zeigen möchten? Vielleicht. Ganz sogenannte IFA-Neuheit. Könnte ich Ihnen auch gerne noch zeigen. Das ist der Soundmaster PL900. Besonderheit hier ist halt, Sie können von Schallplatte und von Kassette Audio-CDs brennen. Das heißt, Sie brauchen keinen PC und gar nichts, sondern haben die Möglichkeit, über eine relativ einfache Bedienung Ihre Schallplatten auf CD zu brennen und die dann im Auto oder wo auch immer dann abzuspielen. Oder auch, um die Schallplatten zu sparen, zu schonen. Ja, denn wenn man ständig Schallplatte hört, ist das ja weniger für Schallplatte und auch für die Nadel vom Verschleiß her nicht ganz so gut. Ist ein Nischenprodukt, ist ein Problemlöser, aber erfreut sich eigentlich großer Beliebtheit. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau, das sind doch bestimmt Nischenprodukte. Ja. Wie in was für einer Kommunikation stehen Sie mit Ihren Kunden, dass Sie auch wirklich eruieren können, dass sich das für Sie lohnt, auch sowas anzubieten? Also wir sind immer überrascht. Das ist also ein beidseitiger Prozess. Teilweise gehen wir natürlich auf den Handel zu, sagen, schaut mal hier, was wir machen könnten, was wir im Angebot hätten. Andererseits kommt natürlich die Frage, wie ist die Nachfrage vom Handel, wie ist die Interessenslage, um natürlich da auch irgendwo den Nerv zu treffen, den Nerv des Endkunden. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir leben ja alle irgendwo vom Umsatz. Wir wollen natürlich Geschäft machen, ganz klar. Aber da sehen wir natürlich die Priorität über den Nutzen, den wir vermitteln. Den Zusatznutzen, die Besonderheit, auch nicht unbedingt jeden großen Trend hinterherzulaufen, sondern auch, sagen wir mal, den ganz normalen Endverbraucher zu bedienen mit einer traditionellen Technik, noch etwas modernisiert, siehe CD-Brenner, siehe Encoding-Funktion, siehe Internetradio. Und wenn man zurückschaut von der Entwicklung oder von der Resonanz, liegen wir da eigentlich ganz gut mit. Also impliziert traditionelle Technik auch, dass es bei Ihnen anders ist als bei vielen neuen Produkten, bei denen man das Gefühl hat, dass sie nach 2-3 Jahren auch ihren Geist aufgeben. Erstmal, weil der Kunde sowieso nach 3 Jahren wieder was Neues kaufen will. Und zweitens, ist sich deswegen das auch gar nicht lohnt, etwas herzustellen, was wirklich lange hält. Naja, da muss man schon einschränken. Also es ist sicherlich so, dass die Produktlaufzyklen immer kürzer werden, weil der Innovationsgrad ist so hoch, dass man selbst als Hersteller, Anbieter gezwungen ist, immer wieder was Neues zu bringen. Wobei wir in diesem Trend da schon relativ konservativ zurückhaltend sind. Gerade die Nostalgiegeräte haben sehr lange Produktlaufzeiten. Wir haben Geräte, die haben wir schon 5, 6, 7 Jahre im Programm, ganz kontinuierlich. Aber in dem Bereich, wenn es darum geht, Internetradio, DRB Plus Radio, da muss man einfach am Ball bleiben und sehr kurze Produktlaufzeiten anbieten, weil auch der Handel seinerseits das so weit fordert. Da muss was Neues kommen. Herr Eisner, wo sehen Sie die Zukunft auch fürs Radio? Die Zukunft sehe ich im Radio, also ganz klar in Richtung Internetradio, in Richtung DAB Plus Radio. Ja, also verbesserte Empfangsqualität, also Radio in CD-Qualität, da wird die Reise hingehen. Das UKW-Radio wird sicherlich weiterhin seine Daseinsberechtigung haben, aber für den anspruchsvollen Radiohörer, er wird die technischen Möglichkeiten ausnutzen und in diese Richtung tendieren, bin ich sicher.